Ich muss leider sagen, nein, weil viele Länder interessieren sich überhaupt nicht für die Umwelt. Ob ich jetzt zum Beispiel China oder die USA wirklich nehme, weil das auch die größten Industrieländer sind, die wirklich die Umwelt verschmutzen. Ja, natürlich nicht. Also das ist offensichtlich. Es wird überall nur noch sich nach Gewinn orientiert. Es gibt überall Umweltverschmutzung durch die Menschen. Von dem her würde ich da eher Nein sagen. Also im Hinblick auf die Umweltkatastrophen, denke ich, gibt es auf jeden Fall Handlungsbedarf. Trump sagt zwar, es gibt keinen Klimawandel, aber man sieht es ja auf der ganzen Welt, dass überall was passiert. Also das Klima verändert sich, die Welt verändert sich und der Mensch hat ein wesentliches Ausmaß daran. Also große Beteiligung. Ja, ich denke mal, man sieht es eigentlich ganz gut so an den Reisemöglichkeiten, die wir jetzt haben. Jeder fliegt für ein paar Euro irgendwo hin. Es ist total normal, dass ich mich jetzt ins Flugzeug setze und in die andere Hemisphäre reise. Ich finde, dass es in der Industrie am schlimmsten ist. Es wird viel zu viel auf alte Energien in der Industrie gesetzt, ob auf Kohle oder Öl oder sonstiges. Hier findet ganz wenig statt, was auch mit erneuerbaren Energien oder manchmal auch nur mit der Elektrizität an sich geht. Bei Kreuzfahrtschiffen, also gerade das Dieselfahrverbot in Neuen Deutschland oder in Stuttgart jetzt zum Beispiel. Wenn man bedenkt, dass ein Kreuzfahrtschiff, von denen es 600 weltweit gibt, auf einer Reise so viel verbraucht wie 1,5 Millionen Autos, dann würde ich sagen, könnte man da auch angreifen und nicht nur Dieselfahrzeuge zum Beispiel eingrenzen.